Ich möchte gerne drei Gedanken zu dem Text machen, den wir aus dem ersten Korintherbrief gehört haben, diesem Brief, den Paulus an die Christen in Korinth schreibt und aus dem wir in diesen Sonntagen öfters mal hören. Heute der große, wunderbare Abschnitt aus dem 13. Kapitel, den man das Hohelied der Liebe nennt. Ein erster Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich mal selber zu fragen, will ich eigentlich was? Habe ich eine Sehnsucht? Oder bin ich dafür zu jung, zu früh oder viel zu alt? Oder habe ich zu viel anderes zu tun? Oder strebe ich mehr nach, weiß nicht, Gesundheit und Erfolg? Oder Anerkennung oder gute Lohn, das ist das Wichtigste? Was willst du, was strebst du, welche Sehnsucht hat Gott in deinem Herzen? Man muss die Frage nur so stellen, die Sehnsucht nach guten Noten, die mag da sein. Aber das ist, glaube ich, nicht die erste Sorge des lieben Gottes. Ich denke, wenn wir dieses Stück von Paulus verstehen wollen, dann müssen wir erstmal schauen, was ist eigentlich meine Sehnsucht. Habe ich eine Sehnsucht? Oder habe ich eine Sehnsucht danach, für mein Leben so eine Sehnsucht zu haben? Letzten Sonntag war schon ein Stück aus dem ersten Korintherbrief und da ging es darum, dass jeder etwas kann. Dass Gott jedem von uns eine Gabe gegeben hat, die dafür wertvoll ist, dass wir hier zusammen sind. Und Paulus möchte keine davon schlecht machen. Dieses hohe Lied, das er geschrieben hat im 13. Kapitel, ein wunderbarer Text, das ist ein Beitrag dazu, was es bedeutet, dass jeder von uns eine Gabe, eine Fähigkeit hat und erst dadurch, dass wir einander wertschätzen, in dem, was jeder Einzelne beiträgt, das Ganze der Kirche wird, die hier stattfindet, wo wir zusammenkommen, die hier stattfindet, die überhaupt erst hier real wird, wo wir zusammen sind. Dafür verwendet Paulus das Wort Liebe. Damit meint er nicht so die Verliebtheit im Mondschein, sondern meint, ich nehme gerne das Wort Respekt oder diese freundschaftliche Zuneigung oder so ein aufrichtiges Wohlwollen anderes Menschen gegenüber. Das ist nämlich keineswegs selbstverständlich, sondern diese Liebe ist eine Gabe Gottes. Ich glaube, immer dort, wo wir erleben, dass wir einem Menschen wirklich diese Liebe entgegenbringen, diese respektvolle, wertschätzende Liebe, da ist es Gott in uns, weil Gott ist Liebe, es ist Gott in dir, der liebt. Und darin nirgendwo bist du so selber bei dir selbst, wie du liebst. Mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt. Paulus nimmt Bezug auf das, was die verschiedenen Mitglieder hier in der Gemeinde gut können. Das waren in Korinth, waren das Charismatiker, die konnten so charismatisch beten und singen und Lobpreis und all diese Geschichten, können vielleicht manche von Ihnen, aber Paulus wäre nie auf die Idee gekommen, deswegen das als etwas Wichtigeres zu halten, als diejenigen, die ein Pfarrfest gut vorbereiten können. Braucht es auch. Und am wenigsten würde er die geringschätzen, die die Gabe haben, aufmerksam zuzuhören, Zeit für andere zu haben, treu zu beten, ihr Alter ohne Klage zu tragen. Das sind wertvolle Gaben, auch nicht selbstverständlich. Aber du kannst das, du kannst das, du kannst sehr viel. Vielleicht hast du gute Gaben, ganz wichtig. Aber es wäre das Tollste, was du machst, nichts, wenn die Liebe fehlt. Also der Grundton. Übrigens, die Liebe ohne was zu tun ist auch nichts. Die Liebe geschieht in dem, was wir tun, auch dem Denken, dem Fühlen. Liebe ist nicht einfach irgendwie was Abstraktes, sondern immer das, was drin ist, in dem, was du lebst. Das ist Liebe. Deswegen ist ohne die Liebe alles Blech und hölzern und wertlos, was davor so toll klingt. Und mit der Liebe ist es etwas, was
eben gut ist für mich und gut ist für andere. Und dieses Gut für andere macht Paulus deutlich an dieser Rede von dem Ablegen dessen, was Kind an mir war. Damit meint Paulus, was ist das Privileg von Kindern? Kinder müssen keine Verantwortung für das Ganze übernehmen. Sie müssen so langsam lernen, Verantwortung für sich zu übernehmen, aber nicht für das Ganze. Und nur am Rande bemerkt, dort, wo Erwachsene Kinder das auferlegen, Verantwortung für das Ganze zu haben, dort, wo Eltern den Kindern die Verantwortung für ihre Gefühle als Eltern geben oder dergleichen, da ist das höchst übergriffig und gefährlich. Nein, Kinder müssen nicht Verantwortung für das Ganze haben. Aber wenn du erwachsen wirst, hoffentlich irgendwann erwachsen wird, manche Erwachsene tun sich ja da schwer mit, dann legst du ab, was Kind an dir war und siehst, dass du mit dem, was du denkst und sagst und tust, eine Verantwortung hast für das Ganze, und dann wird deutlich, warum die Liebe so entscheidend ist. Nur wer den anderen im Blick hat und Verantwortung übernimmt, der kann die Liebe leben, von der Paulus hier spricht. Und es ist traurig, dass, wenn ich das Wort Verantwortung benutze, bei mir sofort aufpoppt, was in den letzten Tagen durch die Mitteilungen, Pressekonferenzen, Stellungnahmen aus kirchlichen Kreisen in München und im Vatikan kam, rund um diese Münchner Studie. Deswegen mein dritter Punkt über diese Verantwortung. Wenn diese Liebe schon so wichtig ist in dem, wo wir als Kirche das tun, was zum Kern der Kirche gehört, miteinander lobpreisen, das gehört zum Kern von dem, was wir als Kirche sind, einander Dienst tun, dienen, gehört zum Kern von dem, was Kirche gehört. Wir Glauben bezeugen und sprechen, was Jesus für mich bedeutet, gehört zum Kern von dem, was Kirche gehört. Und die Gemeinschaft leben, ja. Und all das ohne Liebe gebe ich. Das wäre nichts. Aber wenn schon dafür die Liebe so wichtig ist, wie wichtig wäre es, dass das von der Liebe getragen ist, was notwendig dazugehört, wenn eine Institution funktionieren soll, aber eben nicht der Kern ist, nämlich Leitung, Hierarchie, Verantwortung, Strukturen, Institutionen. Ich glaube, wir haben ein Atheismusproblem in der Kirche dort, wo Strukturen, Leitungsstrukturen und Leitungshandeln so tut, als gäbe es Gott nicht und damit atheistisch ist. Egal, wie rot die Robe ist, die man dabei trägt. Dieser Atheismus kirchlicher Strukturen beginnt dort, wo den Strukturen der Glaube fehlt und die Hoffnung keine Rolle spielt und nicht die Frage danach ist, begegne ich den Menschen in respektvoller Liebe? Mit der Sitzung, die wir da machen, um irgendwelche Haushaltspläne des Bistums zu beraten. Ich behaupte nicht, dass in dem, was in den Protokollen, die jetzt veröffentlicht wurden über Münchner Sitzungen mit dem Bischof, dass da über Finanzen und Juristerei sich wichtig gemacht haben, dass bewusst gesagt wurde, es interessiert der Glaube nicht, nur de facto war es, hat man den Eindruck. Und dort, wo die Menschen, für die man eigentlich mit diesen Strukturen da sein sollte, von Gewalt bedroht wurde, waren die Strukturen sich selber wichtiger als diese Menschen. Noch einmal, Kirche ohne Struktur, Institution, Leitung, auch Geld, geht nicht. Aber wie wichtig es ist, immer wieder das zu suchen, wovon Paulus hier schreibt, dass alles getragen ist vom Respekt vor der Liebe. Weil sonst verkommt Kirchenleitung zu einem schrecklichen Regime. Diejenigen von Ihnen, die das in den letzten Tagen verfolgt haben, vor allem diese Stellungnahme des früheren Papstes Benedikt zu den Fragen aus München, da
macht mich nicht nur traurig, sondern eben wütend, dass dort offensichtlich das Feld den Juristen überlassen wurde. Da finde ich nichts, was das Eigentliche ist. Das ist ein juristischer Text, ganz auf Verteidigung ausgerichtet, nur darauf, sich selbst zu schützen. Und an keiner Stelle ist die Haltung zu spüren, dass diejenigen, die jetzt diese Stellungnahme gemacht haben und wo am Schluss die Unterschrift Benedikt drunter stand, dass diejenigen ein Gespür dafür haben, was das für die bedeutet, die zu den Überlebenden der Gewalt gehören und eine Sehnsucht danach haben, dass endlich Aufklärung geschieht und Verantwortung übernommen wird. Dieses offizielle Geschwurbel verweigert Antworten und Verantwortung. Mir geht es dabei nicht darum, den früheren Papst Benedikt, Josef Ratzinger, irgendwie zu schlagen. Es geht nicht um ihn als Person, sondern ja, als Papst hat er sogar sehr viel getan. Und erstmalig hat im Unterschied zu seinem Vorgänger das Thema Gewalt durch Kleriker anzugehen. Aber der Mann ist jetzt alt und gebrechlich und sicher guten Willens, aber er hat sich entschieden, die weiße Soutane zu tragen. Er hat sich entschieden, sich weiterhin Heiliger Vater nennen zu lassen, Papa Emeritus. Und damit geht es um das Amt und damit geht es um unsere Kirche, mit dem, was da als Stellungnahme aus Rom kommt. Und wenn das nicht klar ist und wenn das nirgendwo spüren lässt, dass es um den Menschen geht, dann wird die Kirche beschädigt in ihrer Leitungsamt. Die Opfer der Gewalt, das ist nur eine neue Enttäuschung. Dass Sie mich nicht falsch verstehen, ich denke nicht, dass ich besser bin. Tut vielleicht auch niemand von uns. Nur in so einer Situation müssen wir uns doch fragen, was ist denn das Eigentliche? Worauf ich meine Hoffnung setze, ist doch, dass ich mich hier konfrontieren lasse durch das Wort Gottes, wie ich es in der Bibel finde. Dass ich mich konfrontieren lasse durch die Erfahrung von Liebe, die gelebt wird in einer Gemeinde und die finde ich. Und dann weiß ich auch, was die eigentliche Kirche ist. Die Kirche, die Gottes Lob singt, die Kirche, die liebend dient, die Kirche, die Zeugnis gibt von Jesus Christus. Und davon ist viel da. Und ich denke, verändern wird sich nur dadurch, dass wir diese Kirche leben und nicht dauernd auf diejenigen starren, die sich anmaßen. Sie seien die Kirche, wo sie doch nur ein Dienstamt haben sollten. Wenn ich das Glaubensbekenntnis spreche, dann glaube ich an diese Kirche, in der Gott gegenwärtig ist. Denn Gott ist die Liebe. Amen. Stärken wir einander im Glauben.